Hoher Besuch im Volkstheater Rostock. Die Aufführung Henrietta in Fruktonia liegt Sozialministerin Stefanie Drese besonders am Herzen. Sie ist Schirmherrin des Präventionstheaterstücks für Kinder. Ins Leben gerufen wurde es durch die Gesundheitskasse AOK. Im Rahmen des Projektes Henrietta und Co. werden Kinder über gesunde Ernährung, Bewegung und physische Gesundheit aufgeklärt. Henrietta geht dafür mit ihren Freunden auf Tour durch ganz Mecklenburg-Vorpommern. Erste Station war am 23. August die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Ja, ich bin begeistert, dass wir das Präventionsprogramm der AOK jetzt auch so gut bei Grundschülern einsetzen können. Es war ja das Theaterstück und eben nochmal die Vorstellung, dann auch in der Schule mit Büchern, aber auch digital an dem Thema weiterzuarbeiten, und das ist ganz vorbildlich. Seit 15 Jahren erlebt Henrietta Abenteuer auf den Bühnen Deutschlands. Zum Jubiläum erweiterte die AOK ihr Präventionsprogramm um digitales Unterrichtsmaterial und eine Lernsoftware. Diese Software wurde bundesweit zum ersten Mal im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock vorgestellt. Die Schüler der Evershagener Grundschule Mühlenteich durften sie gleich ausprobieren. Kinder leben auch nicht alle gesund, und nur jedes zehnte Kind in Deutschland ist eigentlich optimal unterwegs in der Bewegung und Ernährung. Das hat uns schon lange gesagt, wir müssen da was tun, wir wollen da gerne mithelfen. Und das spielerisch zu begreifen, wie Gesundheit funktioniert, finde ich einen tollen Ansatz. Über Theater ist jedes Kind erreichbar, auch Erwachsene, aber Kinder wollen wir über diese Theaterstücke erreichen. Das hast du nur geträumt. Henrietta in Fruktonia tourte in diesem Jahr bereits mit 24 Aufführungen durch Berlin und Brandenburg. 12 Vorstellungen sind in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Die AOK Nordost stellt das Unterrichtsmaterial allen Lehrern kostenfrei zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie unter www.aok.de.